Guten Abend, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen im zweiten deutschen Fernsehen, live von den Farbe. 22.17 Uhr haben wir es heute zu diesem Thema. Bomben fallen auf Aleppo. Was muss uns das kümmern? Hätten vor 2, 3 Jahren vielleicht viele gedacht. Heute ist auch dem Letzten klar, was in Syrien geschieht, hat sehr konkrete Folgen für uns. Gelingt es nicht, das Morden dort zu beenden, werden weiter Millionen Menschen hierher flüchten und es werden weiter junge Europäer in den Krieg ziehen und als Terroristen zu uns zurückkommen. Außen ist innen, Außenpolitik ist längst Innenpolitik. Und aus einem Bürgerkrieg wurde längst eine gefährliche Konfrontation der Großmächte. Türken gegen Russen, Iraner gegen Saudis. Aber wo sind die USA in dieser Auseinandersetzung? Und welche Rolle bleibt bei der Suche nach dem Frieden für die Deutschen? Darüber wollen wir heute reden mit diesen Gästen. Ursula von der Leyen, die Bundesverteidigungsministerin, fordert: Russland muss aufhören zu bomben und die Zukunft Syriens am Verhandlungstisch klären. Dietmar Bartsch, der Fraktionsvorsitzende der Linken, entgegnet: Ohne Druck aus Moskau hätte es die Wiener Konferenz nicht gegeben. Das ist der Weg zum Frieden. General Ben Hodges, der Kommandeur des US-Heeres in Europa, sagt: In diesem Kampf brauchen wir Russland und Russland braucht uns. Frederick Kempe, der Präsident der US-Denkfabrik Atlantic Council, stellt fest: Europa denkt, die USA würden sich zurückziehen. Wir fordern, Europa muss mehr tun. Andreas Zumach, der Journalist, kritisiert: 40.000 Bomben- und Raketenangriffe der Allianz gegen den IS waren eigentlich erfolglos. Und Dominik Musa Schmitz. Knapp 10 Jahre war er überzeugter Salafist und sagt: Ich kam mir vor wie ein auserwählter Rebell in einer Welt, in der die Muslime immer unterdrückt werden. Sie sind zu Gast bei Maybrit Illner. Und genau mit Dominik Musel-Schmitz wollen wir beginnen, liebe Zuschauer. Lange bevor die Bundeswehr einige Tornados nach Syrien schickte, waren Deutsche in Syrien im Krieg. Sie heißen Ali oder Andreas, kämpfen für den einzig wahren Islam oder zumindest was sie dafür halten, und sie kämpfen mit der Waffe in der Hand. Einer, der rechtzeitig genug den Absprung schaffte, ist heute bei uns und ich begrüße ihn sehr herzlich, Dominik Musa-Schmitz. Sie waren, Dominik, einen schönen guten Abend, ja. 6 Jahre im harten Kern der Salafisten. Sie sind als 17-Jähriger zu ihnen gekommen. Wie gerät man zu den Salafisten? Also ich bin erstmal zum Islam geraten durch einen alten marokkanischen Bekannten, den ich ein Jahr zuvor nicht mehr gesehen hatte und der plötzlich wie Robinson Crusoe mit so einem langen Bart vor mir stand. Und im Laufe des Gesprächs hat sich halt ergeben, dass er keine Musik mehr hört, dass er nicht mehr raucht und so weiter und eben sein Gott, sein Leben nach Gottes Wohlgefallen ausrichten möchte. Und das hat irgendwas. Das hat mich irgendwie beeindruckt, dass er plötzlich so konsequent ein anderer Mensch war. Und nach einiger Recherche bin ich dann mit ihm irgendwann mal in die Moschee gegangen und habe da gleich die ersten Salafisten kennengelernt, wie zum Beispiel Sven Lau. Mhm. Was ist faszinierend für einen jungen Mann an diesen radikalen Moslems? Was macht es spannend, machte es spannend in Ihren Augen? Also der Salafismus hat mir gleich ganz viel gegeben, wonach ich mich in diesem Alter gesehnt habe. Er hat mir Halt gegeben, neue Brüder, eine riesengroße Familie, ein Reglement, eine Struktur im Alltag und auch so diese Vorstellung von einer kleinen, perfekten Familie auch so, ne? Weil die hatte ich zum Beispiel nach meinem 5. Lebensjahr nicht mehr so. Und bei den Brüdern habe ich halt gesehen, wie man jung heiratet und ein reines Zuhause hat, wo nicht geraucht wird, wo kein Alkohol getrunken wird. Und all diese Sachen irgendwie haben mich beeindruckt und berührt. Mhm. Wer waren Ihre Feinde? Mein Feind, zunächst mal war keiner mein Feind, aber im Laufe der Jahre ist der Westen mein Feind geworden, Israel mein Feind geworden. Israel war so für alles irgendwie sozusagen der Sündenbock, der Schuldige. Die Amis natürlich, so im Prinzip alles und jeder, der anders war als wir und der irgendwie auch also für was anderes stand auch so. Ne? Mhm. Welche Rolle spielte dabei die Enttäuschung über den Westen, über diesen Westen und über seine Werte? Können Sie sagen, ob diese Argumente bei Ihnen auch verfingen? Ja, die verfingen. Also es fing mit simplen, banalen Beispielen an. Hier wird jede Ehe geschieden, hier geht jeder fremd, die Selbstmordrate ist total hoch, ganz viele Alkoholkranke. Die Menschen hier sind nicht
glücklich. Und die Werte sind offensichtlich nicht gut, weil sonst würde es das alles nicht geben. Und ja, ich war natürlich als 17-Jähriger auch sehr unzufrieden und eben nicht glücklich und auf der Suche nach etwas. Und da erschien es mir halt irgendwie die passende Lösung zu sein, diesen strengen Formen des Glaubens auszuleben. Und wie haben Sie dann den Absprung geschafft? Das ist natürlich nicht so leicht in einem Satz zu beantworten, aber es fing damit an, dass ich irgendwann eben nicht mehr alles akzeptiert habe, was ich jahrelang akzeptiert habe. Und immer mit dem Gedankengang, Gott weiß schon, was für uns gut ist und was nicht. Und irgendwann beispielsweise bei dem Thema Meinungsfreiheit, dass es für Christen, Juden oder Atheisten in einem Land, wo die Scharia herrscht, eben keine Meinungsfreiheit gibt. Das habe ich einfach als ungerecht empfunden und das konnte ich irgendwann nicht mehr akzeptieren. Mhm. Und so wuchs dann in mir wieder mein eigenes Ich, so dass ich jahrelang abgelegt habe. Mein Denken und mein Fühlen habe ich einfach abgestellt irgendwann. So. Mhm. Und irgendwann wollte ich das einfach nicht mehr. Freunde von Ihnen, Freunde von damals, sind nach Syrien gegangen und haben im IS auch Karriere gemacht. Bis wann hatten Sie Kontakt zu denen? Also bevor sie ausgereist sind, riss der Kontakt so ein bisschen ab. Und mit einem meiner engsten Gefährten in dieser Zeit hatte ich zum letzten Mal Kontakt. Das müsste vor ungefähr 2 Jahren gewesen sein. Das war dieser Daniel, der genau. Dann auch zu einem Kommandeur wurde von einer deutschen Einheit in Syrien. Wie sehr spielt mit dem Blick auf heute, wenn Sie heute auf Syrien schauen und auf die Situation schauen, wie sehr spielt dieser Krieg in Syrien eine Rolle bei der Rekrutierung neuer, junger Menschen, die dann aus Europa nach Syrien gehen? Also die Argumentation ist ja immer die, dass eben der IS genau diese Menschen sind, die für ihre Geschwister einstehen. Und wir hier im Westen in Ruhe leben, während unsere Geschwister überall sterben. So immer die Argumentation. Und ich glaube, das imponiert vielen Jugendlichen. Denen reicht es nicht mehr, irgendwo auf der Straße zu demonstrieren oder so, sondern die wollen wirklich ja, gewaltbereit und tatkräftig irgendwie da zur Sache kommen. Wenn Sie Politiker wären, was würden Sie heute als erstes tun? Darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Wie kann man den Krieg da unten beenden, glauben Sie? Auch da habe ich keine Endlösung für. Also ich stelle mir immer die Frage, kann man Frieden schaffen, indem man Menschen tötet? Das ist so eine Frage, die ich mir seit langem stelle und da habe ich keine Antwort drauf. Wollen wir schauen, ob wir die hier in der Runde heute finden. Dominik Musa-Schmitz, ganz herzlichen Dank. Toll, Gerne. Dass Sie heute bei uns sind. Bei uns ist Andreas Zumach, der für die Vereinten Nationen die Lage im Nahen Osten als Journalist beobachtet. Herr Zumach, dieser Krieg währt mittlerweile seit 5 Jahren. Hat Europa erst mit dem Terror und erst mit den Flüchtlingen angefangen, darüber nachzudenken, auch wenn wir schon so viele junge Leute in diesem Land hatten, die offensichtlich auf einem anderen Weg waren? Na, drüber nachgedacht hat man wohl schon eher, aber sich richtig betroffen gefühlt und dann auch zum Handeln gedrängt. Das passierte erst, als die Flüchtlinge physisch vor den Toren von Deutschland standen. Die ganzen Appelle vorher schon mehr humanitär für die Flüchtlinge in den Nachbarlagern zu tun, die es ja schon seit 2014 gab, die sind auch in Berlin, in den anderen westlichen europäischen Hauptstädten nicht erhört worden. Und damit sind wir bei der Situation, Ursula von der Leyen. Sie sagten vor einigen Wochen, jeder kann sehen, dass die Probleme zu uns kommen, wenn wir uns nicht frühzeitig kümmern. Wie viele Jahre haben wir geschlafen? In Syrien. Syrien hat jetzt seit 5 Jahren einen fürchterlichen Bürgerkrieg, der seine Spuren hinterlässt. Ich habe oft in diesen vergangenen Monaten an diesen Satz von, der wird Bertolt Brecht zugeschrieben, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Den kennen wir alle von früher. Der geht aber weiter, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin, dann kommt der Krieg zu uns. Und das ist eigentlich das, was wir jetzt erleben auch, dass wenn wir uns nicht kümmern, wir meine ich die Weltgemeinschaft, dann tragen wir jetzt die Folgen. Und die Folgen sind einerseits der Terror, andererseits die größte Flüchtlingsbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg. Und die Folgen sind natürlich auch ein geschundenes Land in Syrien. Zerfallende Staaten, wie wir das im Irak und Libyen beobachten müssen. Also all diese Themen, die haben eine lange Vorgeschichte. Und wir haben uns zu lange, in Syrien ist eigentlich, da sieht man es ganz deutlich, zu lange haben die Anrainermächte und viele mit unterschiedlichen Interessen, sei es der Westen, sei es Russland, sei es die Türkei, Iran, Saudi-Arabien,
der Libanon, Israel mit unterschiedlichen Betonungen in dem Land auch ihre Macht ausgeübt und ihre Interessen ausgeübt. Mhm. Assad hat einen ganz, ganz großen, ist der Auslöser überhaupt gewesen, seine eigene Bevölkerung so zu traktieren. Und wenn man das sieht, alle haben ihre Interessen dort ausgeübt. Keiner hat am Anfang die Kraft besessen, wirklich alle zusammenzuholen. Mhm. Dann kommt der Krieg zu uns. Und wir beobachten in diesen letzten Monaten, dass sich vor allen Dingen die Russen besonders engagieren in Syrien mit nachhaltigen Folgen und neuen Fronten. Bei uns ist Ben Hodges, der Kommandeur der US-Streitkräfte in Europa. Hodges, wie sehr sind Sie überrascht über diese Schlagkraft der Russen? Russland setzt die Operation in Syrien ein als Gelegenheit und Möglichkeit, viel militärisches Gerät, Waffensysteme und so weiter zu erproben. Sie wollen auch ihre Investitionen im Nahen Osten natürlich schützen. Die Luftabwehrfähigkeit, die sie entwickelt haben und die Möglichkeit für die Einrichtung von Sperrgebieten bieten, obwohl die Terrormiliz IS keine Luftstreitkräfte hat. Ob mich das überrascht? Überraschend tut mich eher, dass sie nicht tun, was sie ankündigen und was sie sagen. Obwohl man das auch nicht überraschend finden könnte. Ihre Operationen, ihre Maßnahmen haben die Flüchtlingslage ja verschlimmert. Das heißt, Sie sind definitiv nicht dankbar für dieses Engagement, sondern eher entsetzt? Wir brauchen Russland als Teil der Lösung. Wir brauchen eine politische Lösung für und in Syrien, bei der die Parteien sich verständigen können. Das ist der beste Weg, dem Flüchtlingsstrom Einhalt zu gebieten. Das ab eins. Und wir müssen auch das Vakuum beseitigen, dank dessen Daesh, der sogenannte Islamische Staat, existieren kann. Wir müssen dieses Vakuum füllen. Russland hat dort die Chance, wieder global Macht zu werden, wie sie es wollen, hinzugehen, zu helfen. Aber die könnten ja sofort aufhören, Zivilisten zu bombardieren, Menschen in Aleppo umzubringen und an anderen Orten. Das wäre ein verantwortungsbewusstes Handeln. Dietmar Bartsch ist bei uns, der Chef der Linken in der Fraktion des Deutschen Bundestages. Herr Bartsch, sind die Russen in Ihren Augen Teil der Lösung oder Teil des Problems? Ja, beides sicherlich. Also Fakt ist, ohne Russland, da stimme ich zu, wird es dort keine Lösung geben. Es ist notwendig, dort dringend zu verhandeln. Es ist notwendig, schnell einen Waffenstillstand hinzubekommen. Denn das, was dort mit den Menschen passiert, die in den Diskussionen häufig sehr weit hinten stehen, das ist eigentlich unfassbar. Und wir tragen da eine Verantwortung. Wir müssen ja fragen, warum ist das dazu gekommen? Wo machen wir vielleicht Ähnliches? Also es sind ja Stellvertreterkriege, die dort stattfinden. Und da müssen wir agieren. Und das geht nur mit Russland. Und ich glaube, dass Russlands Agieren auch damit zusammenhängt, wie andere Konflikte gelaufen sind. Das hat auch damit zu tun, dass es Menschen gab, die Russland als Regionalmacht bezeichnet haben. Nun will man natürlich zeigen, dass man Weltmacht ist und vieles andere mehr. Das ist, finde ich, falsch. Mhm. Es gibt nur die Möglichkeit, dort ganz schnell einen Waffenstillstand. Alle müssen, das, was in Genf passiert, muss wirklich fortgesetzt werden und nachhaltig. Ansonsten erleben wir weitere Katastrophen. Das, was jetzt abläuft, ich finde das ja ein Stück weit zynisch zu sagen, naja, die Flüchtlinge reinlassen in die Türkei, aber weiterlassen wir sie nicht. Das, glaube ich, hat mit christlichen Werten wenig zu tun. Aber trotzdem noch mal, kann man die Hand reichen zu dieser Doppelstrategie, Aleppo auf der einen Seite zu bombardieren und auf der anderen Seite in Wien und in Genf am Verhandlungstisch zu sitzen? Jetzt weiteres muss man machen, dass man Aleppo bombardiert, das muss man schwer kritisieren. Ich hoffe, das hat Herr Seehofer in Moskau gemacht, also dass er das deutlich kritisiert hat. Weil es geht natürlich, alle diese Bomben, jede Bombe, und nicht nur die Russen testen dort Gerät, auch andere. Jede Bombe ist eine zu viel, weil es trifft immer auch Zivilisten. Und deswegen ist das inakzeptabel. Jede Bombe, ich sage das nochmal, wie auch eben gerade die Situation in Aleppo. Was da passiert, es war eine 2-Millionen-Stadt. Da leben jetzt noch 300.000 Menschen und die leben in totalem Elend. Das soll abgeschnitten werden. Das alles ist eine Katastrophe. Deswegen Schluss mit den Bomben, ganz klar. Und eine Lösung, wie auch immer. Aber das allererste muss ein Waffenstillstand sein. Und da hoffe ich, dass Herr Kerry und Herr Lavrov und andere, die damit beteiligt sind, da möglichst schnell hinkommen. Wir haben Fred Kempe bei uns, Journalist, Publizist und Chef des American Council, einem Think Tank, einer Denkfabrik, einer amerikanischen. Fred Kempe, über 5 Jahre haben wir Syrien im Grunde genommen seinem Schicksal überlassen, wenn man sich das Land heute anschaut. Und jetzt sollen die Russen an allem schuld sein? Obama möchte in die Geschichte gehen als ein Friedenspräsident.
Und er hat zwei Kriege beendet, seiner Meinung nach, in Irak und Afghanistan. Amerikanische Soldaten wieder nach Hause gebracht. Aber diese strategische Zurückhaltung hat ein Vakuum hinterlassen. Und andere haben es gefühlt. IS, die Russen und andere. Jetzt müssen wir eigentlich zusammenkommen als westliche Allianz, als transatlantische Gemeinschaft und uns alle sagen, wir stehen vor einem Wendepunkt der Geschichte. Genauso wichtig wie 1919, 1945, 1989. Und wenn wir nicht zusammenkommen, um diese Situation zu steuern, ob das Integration von China ist in der Weltordnung, ob das Syrien ist, ob das die Verletzung von europäischen Grenzen, wenn wir nicht zusammenkommen, dann werden nicht wohlwollende Leute und Mächte dominieren. Das sehen wir in Ukraine, das sehen wir in Syrien. So, ich glaube, wir haben große Fehler gemacht. Es ist nicht zu spät, zusammenzukommen. Aber wenn wir nicht zusammenkommen, werden wir diese historische Chance, diese neue Epoche zu steuern, verlieren. Zu den Fehlern kommen wir noch. Frage an Andreas Zumach. Mit welchem Ziel, um noch mal bei den Russen zu bleiben, bombardiert Russland gerade Syrien? Also ich denke auch, dass wir erstmal mal ein bisschen Analyse betreiben sollen. Ich teile auch nicht die Analyse dieses kurzen Filmes, dass der Westen vor der Alternative stände, entweder jetzt mit Assad den sogenannten Islamischen Staat zu bekämpfen oder Chaos. So wünschen es sich Assad und Putin, dass sie uns vor diese Entscheidung drängen. Also ich halte alle, die behaupten, dass Assad ein Partner wäre für die Bekämpfung des Islamischen Staates, wissen es entweder nicht besser oder sprechen gegen eigenes besseres Wissen. Assad hat immer mit dem sogenannten Islamischen Staat ein sehr geschicktes Zweckbündnis gehabt bis zuletzt. Und das Zweite ist, die Russen sind im Sommer letzten Jahres zu der Einschätzung gekommen, der Militärdienst, Geheimdienst, dass auch die bis heute Abend sind es 35.000 Luftangriffe der US-geführten Allianz gegen den IS, diesen IS nicht besiegen werden. Und sie sind nach meiner Analyse an dem Punkt, dass sie auf die schlechtere Option setzen, nämlich einen Rumpfstaat zu sichern, etwa an der Linie Aleppo bis runter zur Südküste mit allen wichtigen Städten und dann eben russischem Militär. Und das Problem ist, der Westen wird das nicht verhindern können, wenn Russland das durchziehen will, wenn die Analyse stimmt. Und die Frage, die uns, glaube ich, beschäftigen sollte, ist, kann man noch etwas tun, um Russland von diesem Vorhaben wieder abzubringen? Abzuhalten? Was müsste man zum Beispiel tun, um auch die Oppositionsdelegation für den Genfer Verhandlungstisch so zu verändern, dass sie wirklich repräsentativ ist, dass auch die Kurden vertreten sind und auch andere und dass auch gemäßigtere Gruppen dort gestärkt werden und diese Oppositionsdelegation nicht dominiert wird von zwei islamistisch-salafistischen Milizen, die zwar militärisch stark sind, deswegen müssen sie mit an den Tisch, aber sie sind eben auch Gruppen, die enge Beziehungen zur Al-Nusra-Front haben. Das ist der syrische Ableger des Al-Qaida-Netzwerks. Also der Westen ist in seiner Bündnispolitik hier in so vielen Widersprüchen drin. Und die fliegen uns jetzt alle um die Ohren. Und die muss man ein bisschen beseitigen, wenn man will, dass die Russen auch wieder konstruktiv am Verhandlungstisch sind. So, und trotzdem noch mal die militärische Frage, um sie zu klären, Ben Hodges. Wenn Assad versucht, sich jetzt mit Hilfe Russlands und des Irans in eine für ihn bessere machtpolitische Position zu bomben, dann hat der Westen eigentlich was dagegen zu setzen? Oder stimmt, was Herr Zumach sagt, dass wir darauf überhaupt nicht reagieren können? Well, it's an interesting comparison actually between das ist ein interessanter Vergleich, wie Russland und das Assad-Regime vorgehen und wie der Westen seine Ansätze wählt. Das Assad-Regime und Russland, das ist etwas rein Kinetisches. Flugzeuge, Luftwaffe, Gruppen aus dem Libanon, Milizen aus dem Iran, das ist nur eine kinetische Lösung, die das Assad-Regime retten soll. Nur Bewegung drin. Wir haben einen umfassenderen Ansatz. Das Militär ist nur Teil der Lösung bei uns. Wir brauchen diplomatische Bemühungen, damit alle Nationen der Region und des Westens zusammenarbeiten, den Druck aufrechterhalten, erhalten auf die verschiedenen Organisationen und Strukturen. Wir brauchen aber auch den wirtschaftlichen Ansatz. Wo kommt das Geld her? Und wenn Sie Daesh Einhalt gebieten wollen und Assad, dann müssen Sie die Quellen austrocknen. Und was Dominik sagte, seiner Geschichte, sehr beeindruckend. Ich finde es toll, dass Sie ihn als Gast hier haben. Aber warum sollte ein junger Mann, eine junge Frau in einem Land wie Deutschland, Belgien, den USA, überhaupt all das zurücklassen, um dorthin zu gehen? Das sind Fragen, die wir stellen müssen.
Wir müssen da die Führer des Islam, der arabischen Staaten, dazu bewegen, zu sagen, dass das, was dort passiert, mit dem Islam nichts zu tun hat. Was hat das seit anderthalb Jahren Bomben von Syrien bisher gebracht? Da gab es eine große Allianz. Was hat diese große Allianz in 14 Monaten zustande gebracht? Die Lage ist komplex und kompliziert, mit vielen verschiedenen Gruppen und Fraktionen. Man spricht uns an, und wenn wir hineingehen, versuchen wir, Zivilschäden und Zivilopfer zu vermeiden. Es kann nicht überraschen in einer solchen taktischen Lage, dass der Einsatz einfach von Gerät, von Luftwaffen und so weiter alles erheblich auf den Kopf stellt, ändert, aber das Ergebnis ist kein gutes, und es gibt keine schnelle Lösung. Es gibt keine schnelle Lösung, das haben wir verstanden. Die Frage war trotzdem, wie viel haben wir geschafft in Syrien? Frau von der Leyen, wir beobachten jetzt, dass Aleppo bombardiert wird. Heute sitzen in München die Außenminister dieser großen Koalition zusammen, insgesamt von 17 Staaten, um einen Friedensschluss in Syrien zu erringen. Wie aussichtsreich ist das in Ihren Augen? Haben Sie letzte Nachrichten, wie erfolgreich Frank-Walter Steinmeier da agiert? Es ist absolut zu begrüßen, dass sich in München diese Gruppe getroffen hat. Und ich finde, wir sind auch hier wir stellen unser Licht zu weit unter den Scheffel und sind auch viel zu zögerlich in der Debatte. Denn der Krieg, der kann von Putin auch nicht gewonnen werden. Das Ganze kann militärisch nicht alleine ausgefochten werden. Putin wird diesen Krieg nicht durchhalten. Er hat einen guten Grund, den Terror selber zu fürchten. Er hat allein 15 Millionen Sunniten in seinem Land. Und wir haben zu Recht in Irak und am Beginn in Syrien immer gesagt, militärisch allein ist dieser Konflikt nicht zu gewinnen. Man muss den IS stoppen, der verhandelt nicht. Man muss ihm mit militärischer Gewalt entgegentreten, das ist ganz klar. Aber um diesen Krieg zu gewinnen, um Daesh tatsächlich, um den IS tatsächlich zu bezwingen, muss man vor allem die Menschen überzeugen, dass auf der anderen Seite die Zukunft eine bessere ist, wenn sie sich abwenden von dem IS. Sie müssen Bodentruppen haben, die ihre Heimat auch wieder zurückerobern. Sie müssen stabilisieren, wenn sie, das ist im Irak gelungen, wenn sie Städte zurückgewinnen. Sie müssen in die Versöhnungsarbeit investieren, damit diejenigen, die zurückkommen und die ja bitterste Erfahrungen miteinander gemacht haben, miteinander diesen Staat auch wieder aufbauen. Und da sieht man im Irak, das ist alles noch nicht zu Ende, aber es ist zumindest auf einem guten Weg. Und wenn wir Syrien jetzt sehen, wo durch die Bomben Assads jetzt auch wieder dieser ganze Prozess aufgehalten ist, dann ist die allererste Forderung, die in München auf den Tisch muss, in diesen verzweifelten Städten, die eingeschlossen sind vom Regime, mindestens einen humanitären Zugang für die Menschen, die dort verhungern unter unseren Augen zu schaffen. Das ist etwas, was das Mindeste ist, was in München rauskommen muss. Und das muss heute Abend ganz klar auf den Tisch. Das sind die berühmten Schutzzonen für die Flüchtlinge. Sondern ich meine nicht nur Schutzzonen, das wäre ein zweiter Schritt. Das ist die Städte, wo sie eingeschlossen sind und hungern, weil das Regime drumherum sie aushungert. Gut, aber dann sind wir jetzt bei der NATO. Dann hat man aber für heute Abend eine konkrete Forderung, die auf den Tisch muss und die umgesetzt werden kann. Und das ist der Punkt, wo man ansetzen kann. Das Problem ist doch, wie das mal sagen, die Forderung ist ja richtig, Frau von der Leyen. Aber sie ist richtig, bitte an alle Kriegsparteien, auch ja, klar, von uns unterstützte Rebellen, schießen Städte ein. Nur leider zeigt die empirische Erfahrung der Verhandlungen, nehmen Sie die letzten 30 Jahre, Jugoslawien und so weiter, dass niemand von Kriegsakteuren einseitig einen Waffenstillstand beginnt, sondern das ist leider, kann man bedauern, immer nur Ergebnis von Verhandlungen. Und deswegen muss die Frage sein, wie kriegt man die Genfer Verhandlungen wieder hin? Und dann, wenn man das will, muss man die Frage stellen, was kann man auch auf der westlichen Seite ändern, damit die Russen ihre Absicht, die ich zumindest erkenne, jetzt doch diesen Rumpfstaat durchzusetzen, und das könnten sie militärisch, dass sie davon ablassen und mit diesem Bombardement aufhören, damit dann auch die Opposition wieder sagt, wir kommen nach Genf. Sonst kommen die nämlich nicht nach Genf. Aber da können IS wir noch so sehr hoffen, dann wird da nichts passieren in Genf. Der IS wird nicht warten, bis der Rumpfstaat da ist und dann zahm in seiner Ecke bleiben. Er wird den Rumpfstaat nicht in Ruhe lassen. Er wird ihn nicht tolerieren, genau. Aber er wird erst mal entstehen. Das meine ich, dass langfristig kann man mit so einer reinen militärischen Strategie des Bombens, ohne irgendetwas parallel des Aufbaus zu machen und die Menschen auch tatsächlich wieder zu gewinnen, damit sie gemeinsam dieses Land wieder aufbauen, kann man diesen Konflikt gegen den IS nicht so. Kurzfristig ist das das russische Stil, und die Frage muss doch sein,
Wie kann man dieses Ziel beenden und nicht erst zum 1. März, wo die Russen sagen? Genau, ab 1.3. haben die Russen angeboten, heute, Fred Kempe, in einen Waffenstillstand einzugehen. Was in der Zeit bis dahin passiert, malen sich jetzt schon viele gar schrecklich aus. Wenn man in München zu der Erkenntnis kommt, wenn Sie zu der Erkenntnis kommen, dass die Russen gar kein Interesse an einem Waffenstillstand haben, was eigentlich dann? Die amerikanische Reaktion auf die Offensive Putins in Aleppo war Ungläubigkeit. Wir haben einen Deal gehabt. Wie kann er an Assad glauben? Jetzt wissen wir, dass Russland unser Partner gegen IS nicht ist. Das wissen wir. Und das müssen wir alle zueinander sagen. Wir wissen auch, wegen Putin ist Aleppo vielleicht zum Stalingrad der gemäßigten Opposition, unser Alliierter. So, erst müssen wir die Wahrheit aneinander sagen. Und dann müssen wir unser Interesse verteidigen. Wir haben auch Verhandlungen, ich weiß, zwischen die Russen und den Vereinigten Staaten, zwischen Kerry und Lavrov, wo es aussah, als ob die Russen Assad opfern. Und wenn Assad geopfert sein wird, ist das eine Lösung? Weil die beste Lösung vielleicht ist eine Machtübergabe. So sieht das gerade aber gar nicht aus. So sieht es nicht aus. Das ist, was die Russen uns gezeigt haben, dass die eigentlich Assad verteidigen müssen und möchten. Und ich glaube, wir müssen wirklich andere Methoden benutzen. Vielleicht müssen wir, ganz egal, was Herr Seehofer sagt, stärkere Sanktionen angehen, nicht schwächere. Wenn wir keine militärische Aktion übernehmen möchten, ich glaube nicht, dass Obama das machen möchte. Obama möchte diese Situation nicht besitzen. Durch Okkupation oder durch Invasion. Interessanter Punkt. Vielleicht schauen wir uns das noch mal an, bevor wir die Diskussion in diese Richtung treiben. Viele Mächte, das ist schon gesagt worden, sind gerade in Syrien unterwegs und treiben da einen Stellvertreterkrieg. Einer wird vermisst, und zwar seit geraumer Zeit. Und das ist Barack Obama. Fred Kempe, noch mal die Frage. Ein Präsident offensichtlich auf einer Art Abschiedstour. Der Rest ist in Wahlkampfmodus. Verabschiedet sich wirklich Amerika von der großen Weltbühne? Ich hoffe, dass das nicht passiert. Wir brauchen einen Präsident, eigentlich Europa braucht einen amerikanischen Präsident, der diese Bilanz macht zwischen Bushes Interventionismus und Obamas Zurückhaltung. Und ich glaube, der nächste Präsident wird wahrscheinlich in diesem Raum zu finden sein. Zu finden sagen sein. Sie. Weil die meisten Amerikaner möchten in diesem Raum sein. Pragmatisch und auch eine Weltrolle spielen, aber eine Weltrolle spielen, die uns nicht so viel kostet wie vorher und mit Alliierten und Freunden durchgeführt wird. Und das ist eine ganz pragmatische Lösung. Das Problem ist, wenn wir nicht dabei sind, gibt es ein Vakuum. Es gibt keine andere Ordnungsmacht. Der Film vorher hat gesagt, dass Putin als Ordnungsmachtführer sein möchte. Aber er spielt diese Rolle nicht. Und niemand sonst in der Welt möchte diese Rolle spielen. Es ist ganz egal, ob Amerika das immer gut gemacht hat oder nicht hat. Wenn Amerika nicht dabei ist, dann gibt es ein Vakuum, man sieht, was passiert. Herr Bartsch, die Linke, das ist nicht schwer zu erahnen, sagt, die US-Amerikaner haben uns die Situation im Nahen Osten eingebrockt. Sollen die da jetzt auch aufräumen? Ja, also ich finde, jetzt geht die Diskussion doch ganz schön schwer durcheinander. Wir müssen Ich meine, warum existiert denn die Situation? Richtig. Ich meine, es wär ja schön, wenn Assad weg wäre und wir hätten kein Problem mehr. Der wäre ja wunderbar. Das ist aber ein völliger Irrglaube. Denn wenn überhaupt, geht es um das System Assad. Und die Verbündeten, die wir da haben, sind teilweise auch also sehr, sehr kuriose Verbündete. Also erstmal muss man die Frage stellen, wieso gibt es denn überhaupt den IS? Also Sie haben ja völlig zu Recht gesagt, dass Bush dort die relevante Verantwortung hat. Der Irakkrieg hat den IS befördert. Warum sind die alle so hochgerüstet? Wer exportiert denn dort Waffen hin, um mal diese Frage zu beantworten? Ich meine, in Syrien, da ist Al-Nusra, auch die sogenannte Freie Syrische Armee, die gibt es doch in dieser Form gar nicht. Das sind noch ganz unterschiedliche Interessengruppen. Da werden Bündnisse querbeet geschlossen. Also wir müssen wirklich dann mal an die Grundfragen gehen. Wir haben jetzt einen Konflikt dort. Das meinte ich gerade. Ich habe es ein bisschen salopp zusammengefasst. Ich war jetzt gar nicht an Sie gerichtet. Das ist, glaube ich, an uns alle gerichtet, dass wir nicht nur gucken, was passiert in
dem Moment, sondern wir müssen an die Ursachen gehen. Und dieser Konflikt hat sich über viele, viele Jahre entwickelt. Mhm. Und eine der Ursachen ist der Interventionismus von Herrn Bush gewesen. Und jetzt ist es auch eine Ursache, dass dort eben Iran und Saudi-Arabien gegenüberstehen. Das ist ja auch dieser Stellvertreterkrieg, der genauso im Jemen stattfindet. Über das Land reden wir nicht, wo die nächste Flüchtlingswelle hierher kommen wird. Also wir brauchen dort wirklich dann mal ein größeres Herangehen. Da sind alle ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates in besonderer Weise verpflichtet. Da muss Schluss sein, Regimes wie Saudi-Arabien oder auch den Iran aufzurüsten. Da muss Schluss sein, dass Gelder fließen in den IS an all diese Truppen, auch al-Nusra. Die sind nicht viel besser als der IS. Das nimmt sich nichts. Und alle machen miteinander Geschäfte. Das ist ja das Kuriose. Alle miteinander. Denn es ist ja auch so, leider so, dass auch Assad auch teilweise wiederum mit der Freien Syrischen Armee Geschäfte macht. Dann werden Geschäfte gemacht von al-Nusra mit dem IS und querbeet und Öl und so weiter. Das läuft alles. Da müssen wir ran. Da hat die westliche Gemeinschaft, und zwar da meine ich ausdrücklich China, Russland, die Vereinigten Staaten selbstverständlich, haben da eine Verantwortung. Und wenn das nicht geschieht, wenn dort eben verschiedene Figuren immer wieder gesetzt werden, und das passiert ja bisher, da ist Europa und da ist dann auch ein deutscher Außenminister letztlich ohne jegliche Chance. Herr Zumach, wir sind genau bei dem, was wir gelernt haben, aus dem Irak und aus Libyen. Wir haben da nämlich verstanden, dass man mit solchen Interventionen gegebenenfalls einen Diktator wegbombt, aber damit noch keine Nachkriegsordnung geschaffen hat. Was müssen wir für Syrien lernen und was tun wir gerade? Naja, ich bin mir eben noch nicht so sicher, ob das wirklich alle gelernt haben. Und da fand ich den Film auch analytisch mit Verlaub wieder völlig falsch. Auch die Fragestellung oder die Behauptung, dass Obama sich hier zurückgezogen hat, stimmt ja nicht. Also einmal ist wirklich die Genesis des IS nicht nur der Krieg, der Irakkrieg, sondern die achtjährige Besatzung. Und zweitens muss man sagen, das Bombardement gegen den IS hat doch nicht erst im August letzten Jahres angefangen. Es hat im August 2014 angefangen, zunächst im Irak und dann seit September 2015 auch in Syrien. Nur das Mittel ist das Falsche, weil die Illusion dahinter steckt, man könne so eine Truppe wie den IS militärisch und das auch nur mit Luftschlägen besiegen. Das ist aber eine gemeinsame Illusion in Washington und in Moskau. Und die Frage muss, und auch die Behauptung, die US hätten sich da jetzt zurückgezogen, ist doch falsch, wenn man sieht, dass sie zwar nicht Botentrupp schicken, aber nach wie vor nichts dafür tun oder viel zu wenig, dass die beiden vermeintlich wichtigsten Verbündeten, nämlich Saudi-Arabien, Hauptsponsor aller islamistischen Terroranschläge der letzten 25 Jahre, die reaktionärste Interpretation und Praxis des Koran, nämlich den Wahhabismus, der expansiv verbreitet wird, dass dieser unsere Verbündete weiterhin islamistisch-salafistische Gruppierungen in diesem Syrien und Irak unterstützt. Darunter auch solche, die mit dem IS zusammen sind. Er schürt den Terror, darüber haben wir in dieser Sendung schon viel gesprochen. Frage, die wichtige finde, was kann der Westen, welche Signale jetzt aussenden, damit Russland auch bereit ist, sich wieder auf den Verhandlungsprozess einzulassen? Das ist doch die Kernfrage. Und da muss ich sagen, die russische Rechtfertigung ist unter anderem, dass sie gesagt haben, der Westen unterstützt ja weiter, sei es direkt oder eben lässt zu, dass Saudi-Arabien, die Türkei, Katar es tun, Truppen, die hier den Krieg führen. Und zwar auch nicht mit dem Ziel, ein demokratisches Syrien, sondern einen salafistischen Staat zu errichten. Und das muss aufhören. Und das heißt aber auch ganz konkret, dass man zulassen muss, ich wiederhole es, dass die Oppositionsdelegation für diese Genfer Verhandlungen so erweitert wird, dass dort säkulare Kräfte dabei sind, dass die Kurden dabei sind, dass auch die Inlandsopposition, die noch geduldet ist, aber nicht alles Marionetten des Regimes sind, damit am Tisch sitzen. Dann sehe ich eine Chance, dass die Russen sagen, okay, dann Waffenstillstand nicht erst am 1. März, sondern jetzt. Sonst wird das nicht passieren. Was wir tun, um Ihrem Gedanken zu folgen, ist offensichtlich, Frau von der Leyen, Aleppo wird bombardiert und die NATO beschließt heute sehr schnell, dass Marineeinheiten in die Ägäis entsandt werden. Und es ist ein US-amerikanischer Verteidigungsminister zu zitieren, der sich wünscht, Zitat, dass es ein größeres Engagement der NATO in dieser Allianz gibt. Wenn es ein größeres Engagement der NATO in dieser ohnehin schon sehr großen Allianz gibt, wird das dann den Frieden fördern, von dem Herr Zumach spricht? Also jetzt bitte ich erst einmal den amerikanischen Verteidigungsminister so zu zitieren in Gänze, wie er es gesagt hat. Er hat nämlich nicht, wie das insinuiert, ein Engagement der NATO in dem Konflikt sich gewünscht, sondern dass die Expertise der NATO
um Sicherheitsstrukturen aufzubauen und zu erhalten, zum Beispiel in Jordanien, zum Beispiel in Tunesien. Das sind ja Länder, die nicht fallen dürfen. Mitgenutzt wird, also die Kenntnis der NATO, und das sind ja wir Staaten. Also er hat wörtlich gesagt, die NATO überprüft einen Beitritt zur Anti-IS-Koalition. Dann muss und dann geht der Satz aber weiter. Dann geht der Satz ich höre Ihnen gern weiter zu. Und den kann man ja nachlesen, nämlich mit der Expertise auch, dass sie mit dabei ist. Der zweite Punkt, ich möchte einen Punkt noch zu den USA sagen, weil ich finde, wir müssen auch innerlich ehrlich sein. Jahrelang war die Debatte so, dass wir uns heftig beschwert haben, dass die USA ohne Absprache drauf losmarschieren. Dieses Mal beim Kampf gegen den IS haben sie es von vornherein, auch aus den bitteren Erfahrungen, die wir gemeinsam gemacht haben, den Fehlern, die wir gemacht haben, anders gemacht. Mhm. Sie sind von Anfang an die USA momentan. Sie sind von Anfang an sind sie in eine große Koalition gegangen mit 64 Ländern und haben gesagt, wir stimmen uns ab. Ich habe heute Nachmittag noch mit 26 anderen Ländern zusammengesessen aus dieser Koalition, um die Strategie weiter zu besprechen. Das ist in Brüssel der Fall gewesen. Das heißt, die USA machen das, was wir immer von ihnen gefordert haben. Stimmt euch mit uns ab. Das geht langsamer, das ist sehr, dann können wir nicht wieder schreien, dass wir sagen, jetzt hätten wir aber gerne die großen, starken USA, dass sie reinschlagen, wenn wir nicht weiter können. Und deshalb kommt der zweite Punkt. Das Mittel des Luftkrieges ist das Falsche. Dann können wir gerne auch über das Mittel des Luftkrieges, weil Sie es immer darauf verkürzen. Ich bin bei Ihnen, dass dieses Bombardement von Aleppo und die Art und Weise, wie Assad mit der Hilfe von Russland dort dieses Land zusammenbombt, indiskutabel ist und nicht zu akzeptieren ist. Was wir gemacht haben, aber, und nein, die anderen Bomben sind nicht die guten, sondern er muss sich konzentrieren, wie wir auf den Kampf gegen den IS, das wollen wir einmal klarstellen, nicht auf den Kampf gegen die Zivilbevölkerung in Syrien. Zweiter Punkt, dass von vornherein diese ganze Kampagne gelaufen ist, eben nicht nur Luftschläge gegen den IS, sondern Bodentruppen ausrüsten und ausbilden. Die Peschmerger sind ein Beispiel dafür, dass sie ihre Heimat wieder zurückerobert haben. Das haben sie doch. Die Stabilisierung, die Deutschland übrigens hervorragend macht. Die Stabilisierung der Städte, den Wiederaufbau der Städte, der politische Prozess, dass der Irak zusammenbleibt als Einheit, das gelingt alles im Augenblick in Syrien nicht. Das will ich hier ganz frank und frei auch sagen. Und trotzdem, denn es war natürlich auch schwierig, dass die Russen dann die Zivilbevölkerung bombardiert haben und sich nicht auf den Kampf auf den IS konzentriert haben. Das hätten sie machen müssen. Wir bringen jetzt mehrere Ebenen, durcheinander. Ich weiß nicht, ob absichtsvoll. Ich sage, wenn die Russen, selbst wenn die Russen vom ersten Tag ihres Bombardements am 13. September letzten Jahres ausschließlich und voll koordiniert mit den Amerikanern nur Ziele des IS bombardiert hätten, wären wir immer noch nicht weiter und macht es dieses Mittel nicht zum erfolgreichen Mittel. Das ist mein Punkt. Ich sage noch mal, 38.000 Bomben und Raketen, Stand heute Abend, 11.000 Luftangriffe seit August 2014. Der Erfolg ist minimal. Das ist meine Kritik. Herr Zumach. Nicht die Opfer, die über die Zivilen könnten wir auch noch reden, sondern das ist das untaugliche Mittel. Und da müssen wir ran. Aber kämpft man so? Den einen Satz noch dazu, das ist ja nicht richtig. Der IS hat seit dem April letzten Jahres keinerlei Geländegewinn mehr gemacht, sondern im Gegenteil hat ein Viertel seines Geländes verloren. Im Moment die drittgrößte ostsyrische Stadt ist mit 3.000 Leuten in Libyen inzwischen. Sind Sie eigentlich auch dafür, den Kampf gegen den IS? Genau. Und die Tatsache, dass Menschen wieder zurück in den Sinjar konnten, die Tatsache, dass Tikrit wieder zurückerobert worden ist, dass Tikrit wieder aufgebaut wird, auch übrigens mit deutscher Hilfe, auch übrigens mit der Hilfe des Wiederaufbau und der Stabilisierung der gemacht hat, sind doch Erfolge, die wir zumindest nicht unter den Tisch kehren sollen. Frau von der Leyen, mal den Chef eines Think Tanks, einer Denkfabrik in Amerika. Finden Sie, Fred Kempe, geistige Partner bei der Frage, ob seit 9/11 in diesen 14 Jahren, seit dem großen Terroranschlag in New York, eigentlich die Strategie des Westens eine richtige war, sich militärisch in erster Linie zu wehren? Es hat eine Menge Interventionen gegeben. Sie sagten vorhin ein wenig salopp, dass wir Fehler gemacht hätten. Überdenkt man mittlerweile auch in Washington für das, was wir erreichen wollten, ist relativ wenig bei rumgekommen?
Wir haben alle gelernt, dass die militärische Lösung nicht ausreichend ist und dass man mehr engagieren muss. Und mehr Engagierung bedeutet nicht mehr militärische Aktion. Es kann auch mehr Ordnungspolitik bedeuten. Was man braucht aus die Wiener Gespräche, ist ein Gespräch, das vielleicht führt zu einer Art Wiener Kongress 1815. Aber die westlichen Partner und die arabischen Partner und Iran müssen alle zusammenkommen und eine Ordnung für die Region finden, wie Europa nach dem Zweiten Weltkrieg gefunden haben. Wir haben die Erfahrung. Amerika, Europa hat die Erfahrung. Die Araber brauchen das. Die können auch noch weitere 10 oder 20 Jahre Krieg machen. Aber das ist uns zu gefährlich. Was wir gelernt haben, ist, dass dieser Konflikt grenzenlos ist, dass wir nicht geschont bleiben. Was wir auch gelernt haben, ist, die Zurückhaltung genauso gefährlich sein kann als der Interventionismus. So, wir müssen anders intervenieren, mit auch Ordnungspolitik und diese Verhandlungen ausnutzen. Und man muss auch ganz klar sagen, wenn wir nicht versagen hätten in Syrien, wir, ich sage die Amerikaner, dann meiner Meinung nach hätte die Russen in Krim nicht gemacht haben. Und ich glaube, wenn wir auch da entschlossen waren als Gemeinschaft, dann wären die Russen überhaupt nicht in Syrien heutzutage. Wir sind, Putin ist nicht stark, weil er stark ist, er ist stark, weil wir schwach waren. Und weil wir unentschlossen waren. Sag uns doch mal seine Wirtschaft konkret, ist schwach. Sag uns doch mal bitte konkret, was entschlossener geheißen hätte. Über das, was an Luftbombardement jetzt seit 14 Monaten stattfindet. Meinst du Bodentruppen reinschicken? Was meinst du konkret? Der Westen hätte entschlossener sein vielleicht müssen. Vielleicht hätte man Flüchtlingskorridore schaffen können. Vielleicht hätte man Flugverbotszonen schaffen können. Genau das. Genau das. Und genau das Gegenteil von dem, was wir jetzt tun. Zu wissen, dass man gleichzeitig mehrere Sachen machen muss. Wenn man failed and failing Staaten hat, dann kann man nicht nur bombardieren und erwarten, dass die Staaten irgendwie verbessern. Wir müssen engagieren auf eine Weise, die uns wirklich bis zur Zeit unakzeptabel ist. Aber jetzt, dass wir sehen, was passiert, wenn wir nicht engagieren, vielleicht müssen wir neue Methoden finden, um mit Partnern in den Nahen Osten, wir haben 4 Bürgerkriege, nicht eine. Und nach diesen 4 Bürgerkriege, was kommt danach, wenn wir nicht dabei helfen? Wie kann man, Herr Bartsch, diesen Konflikt lösen, wenn wir alle der Meinung sind, dass man ihn nicht militärisch lösen kann? Also wenn wir alle der Meinung sind, dass wir ihn nicht militärisch lösen können, wären wir ein gehöriges Stück weiter. Dass Bomben keinen Frieden schaffen, das ist, glaube ich, Erkenntnis. Und da würde ich wirklich mal raten, den Blick zum Beispiel nach Afghanistan zu werfen. Da ist seit 2002 ein heftiges militärisches Engagement gewesen. Jetzt gehen die Truppen und was passiert? Die Taliban kommen wieder. Wir können nach Libyen gucken, Gaddafi ist weg. Wenn wir Afghanistan verlassen, wie wir Irak verlassen haben, dann können wir das Gleiche erwarten. Aber schauen Sie, was ist denn jetzt die Situation? Die Taliban in Afghanistan werden stärker. Sie werden leider stärker. Afghanistan hat einen guten Präsident und wir können ihn unterstützen an eine bessere Lösung. Das ist der Bürgermeister von Kabul, mehr nicht. Also das ist doch, nirgendwo gibt es dort sichere Gebiete. Gucken Sie sich Libyen an. Wir können die Länder durchgehen. Wir haben überall diese Logik ist gescheitert. Und ich sage noch mal, wenn wir nicht an die Grundsubstanz gehen und zum Beispiel bei der Frage, woher haben denn all diese Leute diese Art von Waffen, woher kommen die denn? Zum Beispiel aus Russland, aus den Vereinigten Staaten, auch aus Deutschland. Das ist leider so. Was ist Ihre Lösung für Afghanistan? Für Afghanistan? Ja, also Afghanistan ist eines klar. Die bisherige ist gescheitert. Und wir müssen eben in ganz anderer Weise dort uns zivil engagieren. So. Das machen wir in Deutschland seit einigen Jahren mehr. Und eins ist doch klar. Aber das ist genau meine Argumentation. Da, wo es ziviles Engagement gibt, wo keine Soldaten sind. Und ich habe mit vielen, vielen Entwicklungshelfern geredet, die sagen, bloß keine Soldaten, dann leben wir hier sicherer. Also wir brauchen auch im Übrigen für den Nahen Osten, für Syrien, für den Irak und insbesondere für die Kurden ein Gesamtkonzept. Solange wir das nicht haben, ich sage noch mal, insbesondere die 5 ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates ihrer Verantwortung bewusst sind und eine Lösung für die Kurden. Warum ist zum Beispiel die YPG dort nicht in den Verhandlungen dabei? Ist das doch voll daneben. Genau, ist voll daneben. Natürlich gibt es da Gründe. Weil Herr Erdogan Frau Merkel so angerufen hat am vorletzten Mittwoch und hat gesagt, und Herr Zumach, wenn ist das in ein Kurdenvertreter an den Genfer Gesprächen stattfindet, dann werden all die schönen Absprachen, die ich mit dir mache, über die Flüchtlinge per se sein. Sehen Sie, wir und dann haben sowohl Washington wie die EU klein beigegeben und haben dem UNO-Vermittler Staffan de Mistura gesagt, du darfst die Kurden nicht einladen, beziehungsweise die bereits in Genf Anwesenden wieder nach Hause schicken. So ist das gelaufen. Da ich ja gefragt habe, will ich noch den Einsatz zu Ende führen. Den Einsatz will ich noch zu Ende führen. Der Punkt ist doch,
dass wir bei den Verbündeten, die wir haben, und dann nenne ich noch mal Saudi-Arabien, völlig richtig charakterisiert mit dem Wahhabismus, der wirklich Steinzeit ist, und Iran, dass wir dort vielleicht mal ganz anders agieren müssen. Weil das sind doch die beiden Mächte. Wenn wir so weitermachen wie bisher, werden sie weiter Stellvertreterkriege führen. Es sind doch nicht Russland und die Vereinigten Staaten allein, sondern es sind andere, die dort mit viel, viel Geld, und da haben wir im Übrigen schlicht auch ökonomische Interessen. Die ganze Erdölfrage blenden wir aus. Sie spielt natürlich eine Rolle. Aber das muss man einfach mal benennen. Aber die Ordnungspolitik. Die Ordnungspolitik vor allem bringt Iran und Saudi-Arabien zusammen. Das ist das Gute von Wien, dass die endlich mal zusammen sind. Dass sie an einem genau Tisch wie Frankreich und Deutschland also nach dem Zweiten Weltkrieg. Die sind zusammen, das kann man jetzt so nicht sagen. Und trotzdem, wir ordnen es ein bisschen, bevor wir zur Türkei kommen und der Auseinandersetzung mit Russland. Nochmal die Frage nach Saudi-Arabien. Frau von der Leyen, ist dieses Land, das tatsächlich den Terror schürt und das eine der brutalsten staatgewordenen Diktaturen in der arabischen Welt führt, immer noch aus der Sicht Europas unser verlässlicher Partner? Bei allen denen, die im Augenblick in München am Tisch sitzen, wenn wir anfangen zu sagen, mit wem wir alles nicht sprechen wollen in diesem Friedensprozess, dann sitzen wir da sehr bald sehr alleine. An diesem Tisch sitzt Saudi-Arabien, sitzt der Iran, sitzt die Türkei. Nichts gegen sprechen. Gott, Russland. Nichts gegen sprechen. Gut. Aber 2,6 Milliarden. 2,6 Milliarden. Das erste Mal, dass ich ein kleines. Genau. Also dann lassen Sie da einmal die Frage war, ob das noch unser verlässlicher Partner ist. Ja. Man muss es nicht so formulieren. Aber wir wollen, dass an diesem Tisch Russland, das auch nicht unser verlässlicher Partner ist, der Iran, die Türkei, Saudi-Arabien, der gesamte arabische Raum mitsitzt. Die sitzen da. Und ich möchte noch mal betonen, wenn wir anfangen immer zu sagen, mit wem wir nicht sprechen. Wir haben jetzt sehr viel von Ihnen gehört, was wir alle sehen. Kann man einmal den Satz zu Ende sprechen? Wir können genauso miteinander auch sonst in dieser Tonart weiterreden. Aber Sie drehen uns sprechen das Sie mir nicht dauernd dazwischen. Nicht. Niemand ich habe Ihnen eben gesagt, in aller Ruhe zugehört. Jetzt lassen Sie mich auch meinen Satz zu Ende sehen. Nein, Sie haben Ihre Meinung, ich habe meine Meinung. Wir können unsere Meinung darstellen. So. Danke, Herr Oberlehrer. Warum umarmen wir immer noch die Saudis? Wir umarmen sie nicht, weiß Gott. Das würden sie auch nicht tolerieren. Sie wissen, dass sie mit Frauen eine ganz besondere Haltung haben. Ich glaube, das kommt nicht vor. Das lassen die glatt nicht zu mit Umarmen. So, wir haben ein genauso ambivalentes Verhältnis zu Ihnen wie zu vielen anderen. Ich möchte nur dafür werben, dass wir hier nicht nur sagen, was alles nicht geht, sondern dass wir ein ambivalentes Verhältnis, dass wir müssen mit denen zusammen. Wir haben ein ambivalentes Verhältnis zu Ihnen. Halten wir das wenigstens fest. Wir müssen noch zur Türkei kommen. Es hat eine und gibt eine Auseinandersetzung nicht nur jüngster Art zwischen Russland und der Türkei, nicht erst nach der Bombardierung dieses Kampfjets. Die Türken unterstellen den Russen, dass sie natürlich nur Assad stützen wollen. Sie möchten auf der anderen Seite sehen, dass es eine militärische Reaktion gibt. Und sie streiten sich mit den Russen um die Art und Weise des Engagements, respektive unterstellen sich gegenseitig, dass sie mit Bodentruppen nach Syrien wollen. Wie groß ist die Gefahr, dass tatsächlich auch die Türken sich so angegriffen fühlen, dass sie Bestandteil dieses Krieges werden? Herr Kempe, Herr Zumach. Die Gefahr ist Misskalkulation. Okay. Und ich glaube, Putin möchte eine gewisse Rache haben zurzeit gegenüber Türkei. Und das ist gefährlich. Er ist zu nah an der Grenze, er macht zu viel an der Grenze, auch Überflüge. Es ist, als ob er Türkei in einem Kampf haben möchte. Ich glaube, wenn was passiert, aber wird es nicht, weil die Russen das wollen, nicht weil die Türkei das will, aber weil das aus Misskalkulation passiert. Aber sehr viele Kriege sind aus Misskalkulation gekommen. Mhm. Die Saudis haben interessanterweise angeboten, Bodentruppen zu schicken, zusammen mit den Arabischen Emiraten. Und es sagt auch Russland über die Türkei, dass es durchaus eine Reaktion der Türken sein könnte, in die Offensive zu gehen. Wie groß ist diese Gefahr, Herr Zumach? Also erstens halte ich das Risiko für noch höher als der Fred das
gesagt hat. Und das ist dann nicht mehr so einfach zu kalkulieren wie der erste militärische Zusammenstoß im letzten Jahr. Die saudischen Bodentruppen sind ja von der Ankündigung her gedacht, um gegen den IS zu kämpfen. Von daher müsste sich Russland davon eigentlich gar nicht betroffen fühlen. Man hat nur den Verdacht in Moskau, die Saudis wollen dann nicht nur den IS bekämpfen, sondern auch andere bekämpfen. Also genau dasselbe machen, was die Russen auch eben behaupten und dann tatsächlich anders tun. Ich halte das nicht für eine realistische Ankündigung, weder der Saudis noch anderer, sondern es ist der Versuch der Druckausübung auch auf die amerikanischen und die europäischen Verbündeten. So, und dann fragen wir uns noch mal nach den Kurden, Frau von der Leyen. Wenn Erdogan sagt, ihr müsst euch entscheiden, seid ihr für uns oder seid ihr für die Kurden? Haben Sie diese Entscheidung schon gefällt? Unterstützen wir jetzt dann weiter die Peschmerga? Nein, wir müssen uns nicht entscheiden. Denn da gibt es auch, und auch da muss man differenziert hinschauen. Wir arbeiten den Kurden zusammen im Norden des Iraks. Und wir haben sehr gute, verlässliche Beziehungen zu ihnen. Es gibt andere Gruppen. Es gibt die syrischen Kurden, die ausgesprochen tapfer dort auch ihre Position verteidigen. Mhm. Und es gibt die PKK, die... Da gibt es zwei Teile. Es gibt den terroristischen Arm und das muss verurteilt werden. Es ist nicht in Ordnung, andere Menschen abzuschlachten. Das geht nicht. Aber es gibt den Teil der PKK, der lange verhandlungsbereit war und gemäßigt ist. Und in der Türkei muss man, oder mit der Türkei muss man auch reden, was wir permanent auch tun, dass wir erwarten, dass dieser Versöhnungsprozess, den Sie ja mal angefangen hatten mit der PKK, mit Öcalan im der relativ weit auch vorangegangen wird, so, dass der wieder fortgesetzt wird. Trotzdem die Frage, werden wir die Kurden fallen lassen, Frau von der Leyen, weil Erdogan uns unser Flüchtlingsproblem lösen soll? Nein, aber ganz klares dreimal ganz, Sie dafür, Herr Zumach, die Frage ging an mich. Ja, aber die Frage, die ja nochmal kommt, hey, die Frage, ich darf sie auch stellen, wir diskutieren ja, die Frage ist, sind wir dafür? Nee, das ist die ernsthafte Frage. Sind wir dafür und sagen das auch Herrn Erdogan, die Kurden müssen an den Genfer Verhandlungstisch, Frau von der Leyen? Das ist der Casus Knactus. Also oder lassen Frage, wir zu, dass die uns erpressen mit dem Flüchtlingen? Wir machen daraus, wenn Sie einverstanden sind, Herr Zumach, eine zweiteilige Frage. Genau. Erster Teil der Frage, lassen wir die Kurden fallen, weil sie uns, das Flüchtlingsproblem lösen sollen. Zweitens wird sich die deutsche Regierung dafür einsetzen, dass die Kurden mit am Verhandlungstisch sitzen. Jetzt hat er es zweimal gesagt. Jetzt nehme ich es dann mal auf in den großen Kanon der Fragen. So, die Frage, ob wir die Kurden, wie Sie es formuliert haben, fallen lassen wegen des Flüchtlingsproblems, nein, ganz klare Ansage. Bei der Türkei muss man anerkennen, und wir wissen inzwischen, was das bedeutet, dass sie seit Jahren jetzt 2,5 Millionen Flüchtlinge bei sich beherbergen. Ich finde, das muss man ohne weiteres auch einmal positiv ausdrücken. Die Türken haben am Anfang durchaus gesagt, dass die PKK für sie der höherwertige Feind war, also zu bekämpfen war und lange sich nicht eingesetzt gegen den IS. Das muss man auch sagen. Das hat sich verändert. Sie haben die Anschläge im eigenen Land gehabt. Sie sehen inzwischen, wie der Terror auch für sie eine Bedrohung wird. Und jetzt auf das Thema Flüchtlinge. Auch dort hat sich viel verändert bei den Türken. Die Tatsache, dass wir heute in der NATO zusammengesessen haben und dass es gelungen ist, dass die Griechen und die Türken gemeinsam mit uns einen Vorschlag gemacht haben, dass in der Ägäis, dass Marineeinheiten der NATO dort miteinander den Seeraum klären, um den Schleppern und Schleusern, die auf der türkischen Seite Millionen verdienen, indem sie die Menschen auspressen und auf diese lebensgefährliche Passage schicken, zeigt auch, dass die Türken in der mittlerweile in einer Situation sind, wo sie Hilfe brauchen und wo und sie annehmen, bereit sind, auf uns wir fragen den Amerikaner die einen, Frage der zwei die Frage ist gar nicht beantwortet, deshalb gebe ich sie an den Amerikaner weiter. Werden Sie, Herr Kempe, wird sich die amerikanische Regierung dafür einsetzen, dass die Kurden mit an den Verhandlungstisch kommen? Hat sich Amerika schon entschieden, so wie Erdogan will, zwischen sich und den Kurden? Für die Regierung ist das sehr, sehr kompliziert zu steuern, weil die Kurden sind Helden. Das ist ganz sicher. Und die machen den besten Kampf gegen IS. Das ist ohne Zweifel. Aber gleichzeitig ist die Politik Amerika, dass Irak ein Land ist mit verschiedenen Teilen, aber nicht, dass die Kurden ihr eigenes Land haben. Und die Frage ist, ob verschiedene Gruppen zum Verhandlungstisch kommen, die nicht Staatsgruppen sind, und dann sollten die Kurden auch mitkommen. Aber wenn es nur Staaten ist, dann wird es sehr schwierig sein für die Obama-Administration, das zu
das zu machen. Auf der anderen Seite fordern wir von Erdogan jetzt, dass er im Grunde die Grenzen seines Landes für all diese Flüchtlinge öffnet. Und Europa entscheidet sich aber gerade, die Grenzen alle zu schließen. Wie bigott und wie verheuchelt ist das eigentlich? Oder welches Wort würden Sie da wählen, Nein, Frau von der Leyen? Ich bin, also das, was wir unterbinden wollen im Augenblick, ist diese brutale Schleuser und Schlepper. Haben wir verstanden? Illegale Migration, die Tausenden von Menschen das Leben kostet. Das Ziel muss sein, dass wir dieses brutale Handwerk dort beenden, aber dass wir auf die Dauer mit geordneten Grenzen legale Kontingente aus der Türkei nach Europa kriegen. Das ist human, weil dann auch die kommen, die nicht die Fittesten, die sich nur durchschlagen, sondern Frauen und Kinder auch eine Chance haben. Die Menschen müssen nicht ihr Hab und Gut diesen Halsabschneidern anvertrauen. Und es wäre etwas, wo sie nicht ihr Leben lassen müssen, sondern es ist eine legale Migration, die nach Europa kommen muss. Das muss das Ziel sein. Herr Bartsch, noch mal eine Frage nach der Art und Weise, wie wir die Flüchtlinge aus Syrien, also wir aus Sicht der deutschen Regierung, wir zahlen sozusagen jetzt für die Flüchtlingslager links und rechts von Syrien im Libanon und auf der anderen Seite in Pakistan. Wir zahlen dafür, dass die Flüchtlinge hier nach Deutschland kommen. Wir zahlen dafür, dass es ein Aufbauprojekt in Irak und in Syrien gibt. Ist das Scheckbuch von Frau Merkel so stark, dass das alles geht? Es ist ja keine Frage von einem Scheckbuch. Also ich glaube auch, dass wir uns so dem nicht nähern können. Also erstmal müssen wir feststellen, wie das in den Lagern ist. Ja, nee, Entschuldigung, aber jetzt wurden diese 7 Milliarden erstmal vereinbart, ohne dass das Geld da ist. Denn es gab schon mal eine Vereinbarung, wo das Geld nicht geflossen ist, muss man klar sagen. Dass, wenn das passiert, ist das nur gut. Denn die Situation in den Lagern, und ich war in Sattari, also wenn man das einmal erlebt hat, weiß man Katastrophe. Und wenn jetzt andere einschätzen, da kann Cholera ausbrechen, dann wissen wir, dass dort etwas geleistet unbedingt wird, nicht nur von Deutschland, sondern von vielen anderen mehr. Mhm. Also das finde ich eine Normalität, denn einmal müssen wir auch die Frage zulassen, ob wir vielleicht an den vielen Konflikten dieser Welt, ob wir damit auch etwas zu tun haben, was die Weltwirtschaftsordnung betrifft. Aber darauf will ich jetzt nicht eingehen, ist nicht das Thema. Ich habe im Moment das Gefühl, dass für uns die Türkei immer der Problemlöser ist. Und ich glaube, dass es Herr Erdogan, der nun wirklich die Opposition in einer üblen Weise unterdrückt, der die Kurden bombardiert, der die Pressefreiheit missachtet, der kann nicht unser Partner sein. Früher erinnerte ich mich immer, dass die CDU gesagt hat, der soll nur eine privilegierte Partnerschaft haben. Jetzt ist es der wichtigste Verbündete. Nein, andersrum. Ich bin der festen Überzeugung, legale Fluchtwege im Übrigen, da bin ich wirklich einverstanden. Das müssen wir endlich hinkriegen, damit nicht das passiert, was jetzt passiert. Gegen die Schlepper etwas tun. Aber nochmal, die Türkei war über viele Jahre das Transitland des Terrorismus. Die Türkei hat und jetzt noch werden Kämpfer, die zum IS gehen wollen, durchgelassen. Jetzt noch werden in türkischen Krankenhäusern IS-Kämpfer behandelt. Das sind alles Fakten, die jetzt aktuell sind. Da müssen wir lauter werden. Das ist unsere Aufgabe. Und nicht auf einmal sagen, na, da können wir vielleicht sogar Leute hin abschieben, wie das Herr Altmaier gemacht wird. Das ist alles nur noch irre. Das ist alles nur noch irre aus meiner Sicht. Ben Hodges, Frage an den General. Wie sehr unterstützen wir noch die Kurden, die Helden sind in ihrem Kampf gegen IS und in Teilen auch gegen das türkische Militär? Well, first of all, I have to say I'm disappointed to hear Herr Bartsch say that we don't want Turkey as a partner. Wir wollen die Türkei nicht als Partner. Sie sind Alliierte und werden Teil der Lösung sein, egal wie schwierig das werden sollte. Sie sind seit 1952 ein zuverlässiger Bündnispartner. Und wir werden sehen müssen, wie wir sie dabei halten können, mit ihnen weiterarbeiten können und wie wir die Kurden einsetzen können, einspannen können, die auch so effektiv gegen den sogenannten IS sind. Wäre es leicht, wäre es alles schon gelöst. Das wird schwierig, eine Lösung auf den Tisch zu legen. Aber wir müssen mit den Kurden arbeiten und mit der Türkei. Sie werden Teil der Lösung für Syrien sein. Sie haben die größte Zahl, 2,5 Millionen Flüchtlinge in der Türkei. Auch da werden sie an der Lösung mitwirken müssen. Wir können nicht sagen, die können kein Partner sein. Die sind Bündnispartner. Wir, Herr Zumach, fragen uns, wir brauchen sie dann offensichtlich alle? Und wer wird die Situation jetzt auflösen? Wer wird dafür sorgen, dass Krieg und Flucht ein Ende haben? Welche Macht, welche Gruppe von Staaten soll das sein?
Also wir brauchen sie alle, soweit ist, glaube ich, Konsens. Aber wir sollten uns nicht über die Tasche, in die Tasche lügen, dass sie zum Teil auch part of the problem sind. Und zwar ganz, und wenn wir das wegdrücken, sei es mit Blick auf Türkei oder Saudi-Arabien, werden wir nicht weiterkommen. Ich halte auch das, was die NATO heute beschlossen hat, für eine schädliche Symbolpolitik. Das hat mit Schlepperbekämpfung nichts zu tun, sondern das ist militarisierte Flüchtlingsabwehr im Mittelmeer. Denn diese NATO-Schiffe unter Führung der deutschen Kriegsschiffe werden natürlich jede Nusche und jedes Boot, was dort ankommt, als fragil erleben und werden die Menschen unter dem Stichwort Seenotrettung aufnehmen und dann, so ist es ja vereinbart, in die Türkei zurückbringen. Das heißt, es geht hier um eine Abschiebung von Flüchtlingen, die dann gar nicht mal die Chance bekommen, auch nur einen Asylantrag irgendwo zu stellen, in ein Land, die Türkei, and that's part of the problem, die bisher wichtige Teile der Genfer Flüchtlingskonvention nicht ratifiziert haben. Und ignoriert haben. Also wir müssen schon auch über die Probleme bei unseren Partnern ganz ehrlich reden und uns da nicht in die Tasche lügen. Das sagt Herr Zumach. Ja. Und wir erklären jetzt noch mal die Symbolpolitik. Ich finde das unglaublich zynisch, was Sie eben gesagt haben. Denn wir machen jetzt in der Ägäis das, was wir seit vielen Monaten mit Erfolg auch bereits im Mittelmeer gemacht haben. Viele, viele tausend Menschen sind dort aus Seenot gerettet worden. Und das, was Sie eben gezeichnet haben, das hieße ja, dass man sonst die Schiffe weglassen sollte und den, die Menschen ihrem Schicksal überlassen. Die werden alle in die Türkei zurückgebracht. Sie mich bitte ausreden lassen. Sie haben eben auch ausgeredet. Sie haben eben ausgeredet. Und wir möchten gerne, dass die Schlepper nicht mehr diese Route nutzen können, die Menschen zurück in die Türkei kommen. Ja. Und dann muss es legale Migration nach Deutschland geben und auf sicheren Wegen. Das ist unser Ziel. Griechenland überlegt gerade, die Türkei zu einem sicheren Drittstaat zu erklären. Wir müssen hier leider einen Punkt machen. Wir werden uns dann in einer weiteren Sendung wieder mit der aktuellen Situation befassen in Europa und in der Welt, muss man sagen. Ich darf mich bei dieser Runde ganz herzlich bedanken, Ihnen allen. Vielen Dank auch nochmal, Dominik Musa-Schmitz. Und wir geben weiter an Markus Lanz, der heute unter anderem Ben Becker zu Gast hat. Und unbedingt sollen Sie all Ihre Fragen, die Sie haben, noch an Andreas Zumach richten, der Ihnen die nächsten 30 Minuten im Internet zur Verfügung steht, beim Chat. Grazie mille auch dafür. Vielen, vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal, 22:15 Uhr, Donnerstag. Tschüss, bis dahin. Vielen Dank.